Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Crossout. Ja, wir haben hier zwischenzeitlich ein bisschen nochmal was gebaut und gebastelt und stürzen uns direkt ins Gefecht. Wir gehen mal auf Drähte, das machen wir in letzter Zeit öfter. Einfach nur, weil wir die fürs Crafting brauchen. Man kann meinen Ton ein bisschen anpassen. So, und los geht die Action. Kann Glas auf Seite stellen. Das hier ist zweimal Autokanone, die violette Variante. Ich hatte mir dieses Paket gekauft. Born to Fly heißt das, glaube ich. Kann ich sehr empfehlen. 20 Euro. Es gibt ein ziemlich cooles Cockpit. Es gibt. Was gab es denn da noch? War auf jeden Fall eine gute Waffe dabei. Es ist ein violetter Motor dabei, der dafür sorgt, dass Module 20% schneller aufgeladen werden. Mit Modulen sind zum Beispiel die Raketenwerfer und so weiter gemeint. So, gucken wir mal, ob man da ein bisschen zerstören kann. Bam, bam, bam. Immerhin eine Abschlusshilfe. Und den da. Reisen können in dieser Runde. Passiert. Immerhin haben wir 100 Punkte erhalten und hier Drähte haben wir auch bekommen und deswegen wollen wir da gar nicht meckern. Wir machen jetzt noch ein, zwei Runden mit diesem Weg hier und dann würde ich gerne den Biting Pike noch mal ein bisschen fahren. Das ist ja das, ja, das Vehikel, wo wir eigentlich den meisten Spaß mit hatten. So. Dann gucken wir mal. So. Ich gucke mich immer ein bisschen um und schaue nach, ob wir irgendwelche coolen Fahrzeuge von irgendwelchen anderen Spielern sehen können. Außerdem versuche ich mir anzugewöhnen, ab und zu mal in die Kimme zu gucken. Ab und zu mal in die Kimme gucken, ganz wichtig. In die Kamera zu gucken. Und werde mir da auch noch eine andere Position für raussuchen. Die gefällt mir da in der Position jetzt noch nicht so hundertprozentig. Deswegen wird sich das noch ein bisschen ändern. Das heißt, ihr habt einen leicht anderen Winkel. Und ja, ich würde von euch halt gerne wissen, ob ihr mehr mit Cam sehen wollt oder ob das mehr vom Spiel ablenkt. Meine Abschlusshilfe. Und wir müssen mal gucken, ob unsere Base wieder angekommen ist. Angegriffen. Dass wir da mal ein bisschen optimieren können. Oh, dann hat es schon zerrissen. Also da, an der da, kratzen, weil das ist so, ja, wenn man vor der Kamera sitzt, dann juckt es auf einmal an der Nase. Das ist genauso wie, der eine oder andere weiß es vielleicht von euch, ich bin ja Kfz-Mechaniker und mir fehlen Teile dafür, was fehlt mir denn da? Ach so, mir fehlt da eine Flex. Warum fehlt mir da eine Flex? Das weiß auch keiner.
Ja, hier, AC Whirlwind ist das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Da erhöht sich der Schaden der Waffe um 45% für jede 100 Meter, die die Kugel zurücklegt. Wir wollen aber, wo ist denn unsere Flex? Da. Hätte ich ganz gerne dann hier platziert. Steht dann da festgemacht. Irgendwie da festgemacht. Ich weiß aber nicht wie. Hallo. Ist doch irgendwas falsch. Ich hätte das gerne weiter da oben. Da so. Warte mal. Muss ich da jetzt was dran bauen? Wir haben übrigens hier die dritte Fraktion mal mit reingenommen. Das sind die Scavengers. Da gab es auch direkt ein paar Teile dazu, die wir jetzt nutzen können. So, da die kleine Streber habe ich nämlich gesucht. Na, du kleiner Streber. So. Das wäre doch gelacht. Ah, wir haben ein bisschen. Die machen wir mal gerade auf. So, wünsche mir Glück. Okay, ein gefährlicher Generator für 2 Stunden. Den brauchen wir. Ich hätte die verkaufen sollen, die Kiste. Tja. So, Lipflex. Genau so soll das aussehen. Jawoll. Kann es sein, dass ich diesen Winkel da einfach mit abgebaut habe aus Versehen? Man weiß es nicht. So, was würde passieren? Er hat einen Energieverbrauch von 3, genauso wie... Nein, er hat 4, verdammt. Na gut. Akzeptieren, das nervt nämlich sonst. Ins Gefecht und wir gehen mal auf... Schützen wir eigentlich jede Menge schon. Wir gehen mal auf Hol dir die Reifen. Ich habe mich auch wieder ein bisschen erholt. Mich hat es ja von dem tödlichen Männerschnupfen mehr oder weniger dahingerafft. Wie man auch in dem einen oder anderen Video gesehen hat, beziehungsweise eher gehört hat. Ich habe da ganz gut flach gelegen und habe noch so ein, zwei Überbleibsel von dieser Krankheitsphase. Bin aber auf dem besten Wege wieder vollständig zu genesen. Von daher. Kann ich jetzt noch wieder ein bisschen aufnehmen? Ich bin ein bisschen in Verzug geraten mit Aufnehmen. So, da ist doch ein Kollege. Ja, verrecke doch. So, den haben wir doch schon mal schön zerlegt. Geh mal aus dem Kreuzfeuer raus. Und fahren mal Richtung Base. Weil da scheint nämlich auch die Ecke zu sein. Das sollten wir zügig tun, weil wir kriegen nämlich da richtig, richtig böse auf die Mütze. Ja, ist klar. Niemand ist da. Niemand ist in der Basis. Da kommt so eine Sirene. Und die weist jemanden darauf hin, dass die eigene Basis angegriffen wird. Und es geht einfach niemand hin. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob es in den höheren PS-Stufen, in den Powerscore-Stufen dann besser funktioniert. Aber so im 3,5er Bereich, das was wir jetzt gerade gesehen haben, war irgendwie nicht so glorreich.
Gut, eine Niederlage. Wir können auch vielleicht noch einen Raid machen. Oder mal gucken, ob es einen coolen Brawl gibt. Brawls sind lustig. Ich erinnere da an dieses Scorpion, Black Scorpion Ding. Das habe ich richtig gefeiert, das hat richtig Spaß gemacht. Gucken, vielleicht ist das jetzt gerade aktiv, wenn wir Glück haben. Rennen wäre auch noch eine Option, dann müssten wir uns aber erst einen Renner bauen. Wir haben aber inzwischen ein paar Triebwerke und vernünftige Motoren und sowas. Von daher müsste uns das eigentlich ganz gut gelingen. Was ist denn da los? So, kriegst du immer mal hier eine von der Schrotze ab. Jetzt hätte er uns beinahe hier aufs Korn nehmen können. Ich dachte gerade, der wäre verreckt. Man ist ein bisschen schneller wie wir. Als wir. Ja, vielleicht können wir dem da den Weg anschauen. Unterwegs. Was ist da was da vorne hier? Oh, guckt euch das an, was hier in der Base davon. Ja, ist klar, hier ist wieder keiner. Wir haben ein bisschen Schaden gemacht, tatsächlich. Das war nicht schlecht. Statistik. Ja, immerhin auf Platz 2, ne? Das ist okay. Wobei bei den Punktzahlen. Ja. Wir gehen nochmal ganz kurz zur Garage. Garage. Und dann gucken wir mal in die Brawls rein. Sturmwarnung. Sturmwarnung könnten wir mal machen. Abbrechen. Abbrechen. Abbruch. Abbruch. Wir brauchen ein anderes Fahrzeug dafür. Und zwar nehmen wir mal den da. Der ist eigentlich cool. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Der ist eigentlich ganz gut gelungen. Wir könnten den Shotty Speeder nehmen. Der ist aber. Ich weiß nicht, ob der so geeignet ist. Ja doch, wir nehmen den Speeder. Dir fehlen mehrere Teile. Was fehlt mir denn? Der Motor. Zusammenbauen. Ja. Den muss ich hier mal ganz kurz aufmachen. Der ist nämlich hier drunter. Da sollte er zumindest sein. So, dann nehmen wir Le Moteur. Haben wir da gar keinen mehr von? Ist das so? Habe ich den letzten leichten Motor verkauft? Was mache ich denn jetzt? Ich könnte den da reinsetzen, aber da haben wir keine Energie für. Was haben wir denn noch? Wir haben noch den fetten Motor. Aber der ist halt auch, der braucht halt auch Energie, sogar 2 Punkte. Das heißt, ich müsste diese Lücke einfach nur füllen. Hoffen, dass wir da genug Vortrieb haben, um da ein bisschen was reißen zu können. Aber dann. Maggi-Gitter haben wir auch alle verbraucht. Die 2x2, 2x4. Ein Gitter da reinmachen, das macht ja so gar keinen Sinn. Die machen auch keine Punkte. Gitter 4, Gitter 3. Ah, Buggy Gitter. Buggy Gitter ging, das ist aber nicht symmetrisch und das geht dann halt auch nicht. Das macht 11 Punkte. Das passt da rein theoretisch rein.
Ja, das machen wir. Das machen wir so. Dann nehme ich diese Flugzeugverkleidung und so hin. Und das Buggy-Gitter. Ach Quatsch, Buggy-Gitter sah ich schon. Mittlere Strebe. Einmal und zweimal. Sieht total gut aus. Also, Brawl, Sturmwarnung. Sturmwarnung ist heftig, also zumindest von den letzten Malen, die ich das versucht habe, vom Matchmaking. Da, 11.000. 12.000. Warum? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Es gibt dieses eine Brawl. Dieses eine Brawl ist gerade aktiv. Das bedeutet, dass alle, die Brawls spielen wollen, jetzt gerade quasi hier zum Matchmaking zur Verfügung stehen. Warum schafft man es dann nicht, irgendwie die mit gleicher Punktzahl irgendwie in eine Runde zu kriegen? Das erschließt sich mir nicht. So, wir fahren einfach mal ein bisschen rum und versuchen, Kämpfen aus dem Weg zu gehen. In der Hoffnung, dass wir nicht als Erste sterben. Dass wir gegebenenfalls nur auf einen einzelnen Gegner treffen. Zerreißt und wir hier als letzte Überlebende rauskommen. Christian Laut. Ah, da ganz viele Drohnen. Junge! Sehr, sehr gut. Wir sind, glaube ich, als Drittletzter gestorben. Kann man so machen. So, jetzt ein Raid. Frachtgutrennen oder Invasion? Ich würde sagen Frachtgutrennen. So, das obligatorische Nasenkratzen. Dann wird mein Gesicht kurz hell und ich kann gucken, wie lange die Aufnahme schon läuft. Kann ich? Da unten. Ja. Ich habe das Fenster jetzt ein bisschen verändert, deswegen muss ich gerade mal gucken, wo da jetzt die Aufnahmezeit steht. So. Und in Anbetracht dessen, dass wir jetzt
quasi die 20. Folge Crossout haben, würde ich ganz gerne in der nächsten Folge, weil es soll ja eine Durcheinander-Playlist des Clones bleiben, dass wir dann in der nächsten Folge mal wieder ein bisschen was anderes zocken. Was genau, weiß ich noch nicht so richtig. Ideen, aber ich muss halt mal gucken, wie sich das im Let's Play überhaupt macht, beziehungsweise als Gameplay-Video von mir. Und deswegen kann ich noch nicht genau sagen, was als nächstes kommt. Es kommt auf jeden Fall was. Und es wird kein Crossout sein. Als nächstes Video. Nein, nein, lass das, hör auf! Boah, ich hasse diese Dinger, ne? Die nerven tierisch. Ich möchte bitte keine Dinger einspielen. Ich meine, wir haben noch zwei Waffen und noch fünf Räder. Haben wir noch beide Kühler drauf, von daher können wir auch da noch ein bisschen mathematisch gesehen eine Feuerkraft. Also ich kann öfter, beziehungsweise doch, ich kann öfter schießen, bevor die Waffe überhitzt. Das heißt, ich mache theoretisch mehr DPS. Der schießt auf mich. Wir sind vier Leute. Und den schießt er auf mich. Immer. Ja. Ich bin auch noch. Ja. Den haben wir dann auch noch zerlegt. Wunderbar. Wir müssen aber zeitlich sind wir ein bisschen im Hintertreffen, glaube ich. Schlagen mich wacker in fünf Rädern. Aha, du hast schon mal keine Knarren mehr. Keine mehr. Das sind zwei Ladungen müssen wir noch einsammeln, dann haben wir diese Runde gewonnen. Wir haben noch 54, 52 Sekunden. Das dürfte eigentlich klappen, wenn wir jetzt hier schön fein und dann die Platz erleben. Schön. Sehr, sehr schön. Das heißt für uns, wir haben ein paar KI-Fahrzeuge in Raids mit der Schrotflinte zerstört für Schrott. Wir haben ein weiteres Gefecht in Raids abgeschlossen für den Fortschritt bei dem mittleren. Und ja, das war doch eigentlich ganz cool.
würde vorschlagen, wir machen das Ganze direkt nochmal, weil es gibt nochmal 10 Rubbellose extra dann dafür. Mehr können wir dann heute da nicht sammeln. Ich habe sie noch nicht gebraucht, aber da kann man, glaube ich, eine ziemlich geile Kiste draus bauen. So wie ich das gesehen habe. Da können wir gleich mal reingucken. Oh, Nase. Furchtbar. So, kommt her, ihr Bösen. Ich Mami, alle tot. So, sehr schön. Und hier bei diesem Frachtgutrennen macht es halt sehr viel Sinn, die Gegner halt tatsächlich zu zerstören, weil es einmal die Bonuszeit dafür gibt, wenn das Ganze zügig funktioniert. Es gibt, glaube ich, immer 4 Sekunden. Und zum anderen ist es so, es werden nachher immer mehr Gegner. Und wenn man dann noch die Gegner mitschleift, die man in der Runde vorher nicht gekillt hat, dann wird es sehr, sehr schwer. Schön. So, da kommt der erste Nahkämpfer. Versucht mal die Räder wegzuschießen. Das hat sehr gut nicht funktioniert. Einer von euch im Baumarkt arbeitet, ich mag Baumarktmitarbeiter. Ich kann auch dieses, dass alle Baumarktmitarbeiter die Flucht ergreifen, sobald man ihn fragen will, was im Baumarkt hat. Kann ich nicht bestätigen. Ich bin Kunde in 2 verschiedenen Baumärkten, das eine ist ein Premium-Baumarkt. Und das andere ist ein Baumarkt, der vor allem durch seinen Preis besticht. Und man merkt einen Service-Unterschied zwischen den beiden, weil trotzdem in beiden Baumärkten die Bedingungen sehr freundlich sind und einen versuchen weiterzuhelfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten hört sich auch immer so an, da war stets bemüht. Boom, und dann habe ich wieder was abgekriegt. Ich bin ganz glücklich damit, dass wir so viele Räder haben. Ich mache mal was Sinnvolles. Ich bin komplett unbewaffnet. Dann muss ich mich jetzt leider. So. Ja. Alles klar. Entschuldigung. Ich möchte mir die Flinte runterschießen, bitte. Danke. Explosion. Bärenkatapult. Na, wer kennt's? Oh, nein, da kann man nicht herfahren. Piraten kämpfen gegen Ritter, kämpfen gegen Zombies, kämpfen gegen Monster. Im Weltraum. Wo sind die Ninjas? Wo sind die Ninjas? Ihr seht sie nicht, aber sie sind da. Wenn euch das interessiert, guckt einfach mal nach. Nehmen Sie Awesome. Absolut genial, also Wahnsinn. Hab ich sehr, sehr drüber gelacht. Auch über Wochen. Bin ich hier wieder der Erste, ne? Nee, kann ich mal. Oh, ich stecke in der Ecke. Verdecke.
Kacke. Genau, Loot ist Kacke. Letzte Ladung, bitte. Bravo, Team. Jetzt in Sekunden. Der gefährliche Sekundenbeispiel. Oh, 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 oh. Geh weg. Ich muss da durch. Und vor. Ich hoffe, die zerlegen mich nicht ganz. Ja, GT. Ganz knapp. Aber durch meinen Einsatz, meinen glorreichen, habe ich ein neues Level bei den Kollegen hier erreicht. Skeptikers, Levelaufstieg, Porträt erhalten, gerades Rohr. Kann man immer mal gebrauchen. Viertelwand, Schreckstoßstange und ein breiter Keil. Gucken wir mal, was haben wir denn da jetzt Tolles bekommen? Gerades Rohr, langes Rohrschild, das haben wir schon länger. Theorohr. Schreckstoßstange, die sieht cool aus. Gefällt mir. Kann man da so dran machen, die passt da überhaupt nicht hin. Nein, machen wir nicht. So, das Ding, das speichern wir jetzt nochmal, weil da haben wir ja den Motor wegrationiert. Was ist der da? Schottis hier. Na, speichern wir mal. Und dann gehen wir mal mit dem auf die Pirsch, würde ich sagen. Zusammenbauen. Das Ding, das macht auch Fun, das ist auch ziemlich cool. Das ist auch, warte mal, das ist glaube ich 3000er PS Stufe, das ist schon relativ easy eigentlich. So, hol dir die Fahrerkabine, machen wir einfach mal. Ich weiß nicht genau, was ich mit den ganzen Parts machen soll, ich sammle die jetzt erstmal. Hier und da können wir dann mal was herstellen. Ich kriege auch noch ein bisschen Kupfer durch die Raids. Ja. 32 Minuten, das heißt, ein bisschen zocken können wir noch. Und dann machen wir damit mal ein paar große Löcher. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin und warte, dass da einer hervorliegt. Ein Lurch liegt hervor. Und wenn dem so ist, kommt da was auf die Nase. Die Artillerie steht immer hinten. Ah, da stand einer im Weg. Was ist das? Ich treff nichts. Ich treff überhaupt nichts. Was ist denn das? Ja. 500 Schaden. Ja, hast du noch mehr. Zack. 15. Das geht aber richtig auf hier. Ich treffe 0. Echt? Was soll das? Ah, da hast du. Überlebt. Überleben ist auch gut. Und wir waren statistisch gesehen. Ich mach das mal wieder zu. Nicht so gut. Obwohl wir. Ja, wir haben halt nichts getroffen, ne? Aber das Ding an sich finde ich eigentlich ganz cool. Die Form ist geil. Es hat zwei Geschütze. Das macht schon ein bisschen was her. Und es ist noch relativ manövrierfähig. Muss es auch sein, weil wir müssen das Ding relativ schnell drehen können, weil wir haben mit den beiden Geschützen ein eingeschränktes Lichtfeld.
Kisten, da hast du. Kisten. Abriss. Daniel, ich habe dich getroffen. Daniel ist ein Bock. Leroy Jenkins, alter WoW-Hase hier was. Ich mag das nicht. So, da hast du recht, eine volle Breitseite gekriegt. Ah, ich kann mich schneller drehen als wie du. Oh oh. Oh. Das ist hier voll das Piratenduell. Volle Breitseite. Ei, ei, Captain. In die Wanden. Ist das Langsegel? Keine Ahnung, ist das ein Langsegel? Ich möchte leben. War mir nicht gegönnt. Dann müsste mal so. Es gibt ja diese Leviathan und da kann man ja ganz, ganz viele Kanonen und sowas draufbauen. Das Ding als Piratenschiff. Mit Kanonen rechts und links und vorne einfach so ein. Ihr wisst, was ich meine? So ein. So ein Apparillo mit so einer. Gibt es eine Galionsfigur? Ich muss mal einfach einen Radar hin. Also ein Piratenschiff. Würde mir gefallen. So. Dominic. Paul. Das ist eigentlich Paul. Dominic hat es zerrissen. Suicide. Ja, Drohnen sind halt cool, wenn man sie hat, ne? Wenn sie gerade nicht aktiv sind, dann ist das eher blöd. Guckt euch an, wie viel Schaden so eine blöde Drohne macht. Das ist mehr als ein normales MG. Schlecht. Das ist keine so schlechte Idee. Sehr viel Wert auf Optik hier hinten mit dem Heckspoiler. Finde ich cool. Ich mag halt, das mochte ich zum Beispiel bei Robocraft ganz gerne. Und es waren nicht unbedingt die Fahrzeuge, die kampftechnisch die besten Schnitte gemacht haben, sondern es waren wirklich die Sachen, die halt irgendwie geil ausgesehen haben. Und dann einer, also ich habe bei Robocraft zum Beispiel einen Poster gehabt. Im überdimensionalen, da waren halt ein paar MGs dran, aber es war ein Toaster. Und das ist halt ziemlich cool, wenn du dann im Spiel quasi dann im Chat liest, what the fuck, ich bin gerade von einem Toaster gekillt worden. Finde ich schon sehr geil. Also so dieses Kreative, ja, ist schon witzig. So. Wir fahren in die Mitte. Und darauf reimt sich Brigitte. Zum Beispiel. Hallo. Ich möchte nicht von einer. Oh, diese Lenkraketen. Mach das nochmal. Ramm dich tot. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Oh. Dann töte ich dich jetzt so. Nichts nicht wäre eine Option gewesen. Hier 5 MGs ist halt auch so eine Sache, ne? Ist auch keiner in der Lage, mal so eine Lenkrakete abzuschließen. Das ist schwer anfällig. Du musst, glaube ich, noch einmal treffen, wenn du ihn halt. Nee. Raketenfetzen. So. Gut, wir lassen das Spiel hier mal enden. Und.
Zeit schon mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Kommentieren und Abonnieren und diese ganzen anderen Sachen, die ihr hier mit meinen Videos macht. Da freue ich mich sehr, 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 sehr drüber. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt und ich würde damit sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!